So, als ich in Dubai war, habe ich den Frosty Doppelapfel extrem gefeiert. Habe ich leider nicht hier. Das hier ist immer noch der normale, noch die alte Verpackung hier. Aber ich werde mir heute darin Hookah Squeeze Mint mischen und hoffen, dass es dann in diese Richtung geht. Im Moment habe ich wieder nicht allzu viel Auswahl zum Zeigen, deswegen etwas wenig Abwechslung in letzter Zeit im Daily Kopfbau, aber ich versuche das definitiv demnächst zu ändern. Aber ja, das könnte interessant sein, wie das heute schmecken wird. So, ich habe jetzt hier schon gut was reingemacht von der Hookah Squeeze Mint. Das Ganze riecht schon sehr lecker beim Bauen. Wirklich nach so einem Pfefferminztee, nach einem frischen, sehr gut umgesetzter Pfefferminzgeschmack. Und ich hoffe, da kommt auch schön was an Kühle durch. Und jetzt baue ich hier einfach oben durch, oben drauf den Doppelapfel, Alufolie drüber. Und dann sehen wir uns auch schon beim Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Wenn man etwas Hookah Squeeze reinmacht, merkt man das auch sofort bei der Rauchentwicklung. Ich finde, der Rauch ist dann noch etwas dichter und sieht einfach sehr schön aus. Also das gefällt mir super. Und geschmacklich ist es eigentlich auch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Man hat immer noch den Doppelapfel schön im Vordergrund, aber man hat dann dazu die sehr leckere Minzenote von der Hookah Squeeze Mint. Wie gesagt, das geht so Richtung natürlicher Minztee und hat auch noch eine schöne Kühle mit dabei, also extrem lecker. Ja, ich mag es ja generell, meinen Doppelapfel noch mit etwas aufzupeppen, damit es immer nicht nur reiner Doppelapfel ist. Und generell mit allen Minze-Tabak, von welchem Hersteller jetzt auch immer, oder hier mit dem Hookah Squeeze Mint funktioniert das wirklich 1A. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr Doppelapfel mögt, probiert das mal aus, wird euch sicher auch schmecken. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.